seit mehreren Minuten begafft und mustert mich. Der Gast, der mir unmittelbar gegenüber sitzt, mit verfinsterter Miene fixiert er starrend mein Gesicht. Er lächelt nicht. Ihn kleidet ein taubengrauer Nadelstreifenanzug sowie ein enger Strickpullover. Seine überschlagenen Beine drängen mir polierte Stiefeletten auf. An der Seite des linken Schuhs ein Emblem. Er schlürft überteuerten Tee. Er blättert, er liest keinen einzigen Satz in der Lektüre, die er mitgebracht hat. Er kaufte das Buch lediglich, um intellektuell zu wirken, nicht für sich. Er kaufte das Buch lediglich, um intellektuell zu wirken, nicht für sich. Nun gießt es in Strömen, es schüttet wie aus Kübeln. Ein unvorhersehbares Unwetter bricht los im Wetterbericht. Des gestrigen Abends hieß es ausdrücklich Sonnenschein und definitiv kein Niederschlag. Eine Mitarbeiterin reinigt die großflächigen Fensterscheiben des Cafés. Allerdings befreit sie mich nicht von meinem Spiegelbild, das mir seit mehreren Minuten schon begaffend gegenüber sitzt. Notizen: Das Gedichtheft von Moritz Russ. Ab jetzt erhältlich.